Aber jetzt mal ernsthaft, sieht meine Frau nicht atemberaubend aus heute Abend? Sie sieht atemberaubend aus. Denkst du manchmal, oh mein Gott, was habe ich für Glück? Ja, den ganzen Tag und an solchen Abenden wie heute ganz besonders noch mal mehr. Seit 8 Jahren sind Sascha und seine Frau Julia glücklich verheiratet. Gemeinsam haben sie den 5-jährigen Sohn Otto. Dass die Chemie zwischen den beiden stimmt, ist im Interview mit bunte.de bei der Bambi-Verleihung in München deutlich zu spüren. Dass sie auch nach so langer Zeit so glücklich sind, hat aber einen weiteren Grund. Wir reden viel. Wir reden viel und wir reden nicht nur immer über die kleinen Sachen, die dann so passieren, sondern einfach generell. Also wir lassen den Tag meistens nicht zu Ende gehen, ohne nochmal drüber gesprochen zu haben. Ja, oder ich lasse nichts so schlimm werden, dass ich so genervt bin von etwas, dass es unüberwindbar wird. Und deswegen ist es manchmal auch anstrengend, weil ich dann kleine Sachen auch direkt anspreche, aber dann sind sie auch weg. Man kann sich auch nichts aufbauen. Ab 1. Dezember ist der Sänger wieder auf großer Deutschland-Tour und obwohl er schon seit 25 Jahren auf der Bühne steht, ist die Aufregung vor jeder Show groß. Man weiß halt nie, was einen erwartet. Man weiß, was passieren wird, ungefähr, aber man weiß nie, was einen erwartet. Deshalb ist die Aufregung immer groß und ich freue mich schon sehr drauf. Wie bringst du ihn runter, wenn er so aufgeregt ist? Ich merke das manchmal gar nicht, weil er sich selber so doll runterbringt. Der macht dann so ganz komische Sachen. Das ist so fast meditativ. Ich habe immer Angst, dass er irgendwie dann schlechte Laune hat. Aber es ist eher seine Art der Meditation. Du bist ganz weird dann. Das ist gar nicht der, den ich sonst so kenne. Aber auf Purtour ist es echt so, ist ganz komisch. Ja. Kannst du uns das erklären, was das komisch ist? Was machst du da? Das ist so eine Art selbstgeschmiedeter Zen. So, viele halten das wirklich entweder für Arroganz oder für irgendeine Art Abwehrhaltung oder so. Dabei konzentriere ich mich nur. Also ich versuche mich eben nicht zu konzentrieren. Ich versuche so wenig wie möglich nachzudenken, damit ich dann, wenn es passiert, dann am Start bin. Du bist echt ein Mensch, der sein Gehirn ausknipsen kann. Das ist dann wirklich so. Und da kommen wir auch zu einem weiteren Liebesgeheimnis. Es ist schon sehr hilfreich, wenn der Gattin dieser Zen-Quatsch, den ich mir überlegt habe, nicht total auf die Nerven fällt. Obwohl es manchmal tut, aber es perlt an dir mittlerweile ab, das ist gut.